Wir haben heute ein Gedicht von Werner Tieke in unserem Adventkalender. Der Schneemann. Der Winter kommt, du kannst drauf warten, meist pünktlich auch in deinen Garten. Dann können Jungen, Männer, Mädchen, Frauen wieder einen Schneemann bauen. Ein Schneemann hat, gar keine Frage, nen kalten Teint und keine Haare, ist blass bis spät hinein im Märzen und wärmt trotzdem die Kinderherzen. Schaut lustig drein der Pulvermann, im Arm hält er nen grünen Tannen. Glutäugig ist er leider nicht, trotz seiner Kohlen im Gesicht. Verliebt ist jeder, groß und klein, das ist bestimmt kein Scherz, oh nein. Besonders aber doch der Hase in seine leckere Möhrennase. Besonders witzig ist sein Kopf, denn den bedeckt ein alter Topf. So bringt er Spaß für jedermann, auch wenn er gar nicht sprechen kann. Und manchmal trägt der weiße Mann, man glaubt es kaum, so dann und wann, um seinen Hals modisch und schick, nen Schal, den Mutti einst gestrickt. Ein Besen, schlank aus altem Holz, den trägt er seitlich, voller Stolz, steht so auch nachts vor deinem Haus und schaut nur stumm geradeaus. Erst später, wenn die Sonne lacht, die Frühjahrswärme breit sich macht, wird er, ihr werdet es schon sehen, vor Trauer tränenreich vergehen. Er schmilzt dahin, du kannst drauf warten, in deinem noch verschneiten Garten. Dort wird er nass und immer nasser, zum Schluss, da ist er nur noch Wasser. Das fängst du auf im Glasflakon und machst ein schönes Foto von. Lässt dieses Bild durch eBay laufen und kannst als Bausatz ihn verkaufen.